machen Landwirtschaft wieder effizient. Und auch bei Gegenwind bleiben wir stehen. Shoutout geht raus an die Homies von der Bayer AG. Ihr habt an uns geglaubt, auch wenn es keiner versteht. Jetzt sind wir eins und wir schauen, wohin die Reise noch geht. Ah, guck, wie jede Zeitung heute berichtet. Guck, teuerster Firmenkopf der deutschen Geschichte. Sehr teuer. Dank uns können Bauern einfach mehr produzieren. Jemand muss die Welt verbessern. Junge, wer, wenn nicht wir? Wir machen Business, wenn die Leute uns auch hassen. Man bekommen neuer Land und bringen Steuern in die Kassen. Und die Hater meinen, wir hätten bald die Erde vernichtet. Doch wir sind nur Gott und den Aktionären verpflichtet. Yeah! Junge, wer will was sagen? Guck, die Produkte gibt's in jedem Land. Alle wollen uns verklagen, aber ihr habt nichts gegen uns in der Hand. Ein Gott, ein Markt, eine Marke. Andere Dinge interessieren uns doch nicht. Und die Shareholder sind in Ekstase. Guck, die feiern unsere Firmenpolitik. Yeah, Leute, ihr kommt schon her, ihr seid fantastisch, ihr habt uns verstanden, ja, yeah, wir lieben euch. Und vor euch am Mikrofon der neue Pressesprecher von Nestle. Hallo, yeah, lupenreine Weste, allerbeste Produkte von Nestle. Testet unsere Cornflakes und Säfte, in der Nahrungskette sichern wir uns beste Plätze, yeah. Wir sind enorm bemüht, Nestle, vergesst nie, mittags und de Gü. Du weißt, der Scheiß, die Masse schreibt, die Zeit ist nicht so nice, aber einerlei, denn unser Zeug ist leider geil, ja. Und was ist Viva Con Aqua? Hippie-Scheiße, wir privatisieren das Wasser. Denn wir sind die miesesten Hustler. Keep it real, Motherfucker, liquide Desaster. Nichts zu verlieren, außer einen schlechten Ruf. Aber lauf mal eine Meile in artgerechten Schuhen. Wir sind der Hersteller, ihr seid der Nutzer. Und all die Kritiker sind jetzt das beste Beschmutzer. Junge, wer will was sagen? Guck, die Produkte gibt's in jedem Land. Alle wollen uns verklagen, aber ihr habt nichts gegen uns in der Hand, nicht. Ein Gott, ein Markt, eine Marke. Andere Dinge interessieren uns doch nicht. Und die Shareholder sind in Ekstase. Guck, die feiern unsere Firmenpolitik. Feiern unsere Firmenpolitik. Aber kennst du diese Story von dem Fischer? Der rausfährt und nur fängt, was er braucht. Der gemütlich in die Abendsonne schippert. Junge, was für ein Lauch!